süß und klug. Wir sind zusammen. Ehrlich. Das ist mal die ganze Zeit. Nee, alle hier. Alle vier. Siehst du hier schon irgendwo einen Generator? Ja, da links. Nee, ist ein Haken. Mich geirrt. Geradeaus ist doch einer. Ja, warte mal, die rennen alle hier hin. Aber geradeaus ist einer. Hier hängen wir doch schon alle dran. Die Hasenfrau. Ich habe keine Katz. Aber ich habe ausgewogene Landung. Ich habe die jetzt einfach mal wieder ausgewählt und weiß überhaupt nicht, was die hat. Die ist schon bei uns. Okay, sie verfolgt die andere, dann kann ich ja vielleicht ein bisschen. Nein, warum kommt sie zurück wie so eine dicke Sau? Nee, die hebt die Axt. Doch, sie kommt zurück mit ihr. Ich bin noch hier an einem Generator. Oh. Na gut, ich mach's jetzt einfach. Oh, die schmeißt die Äxte durch. Ich hab daneben gedrückt. Und ich hab meine. Was? Mein Nagelnussteil ist weg. Wo bist du denn? Weil ich aufgehört habe zu reparieren, weil die Hasenfrau kam. Jetzt ist es weg. Aua! Sorry, ich bring mir mit. Bin ich geil. Muss mir gar nicht hinterherlaufen jetzt. Toll, jetzt hast du mir eine mitgegeben. Das ist unverschämt. Ihr seid doch echt ein Haufen. Ich hab Hunger. Oh Gott. Ich bin gerade aus Panik in ihren Keller reingerannt. Und sie ist über mir. Geht's hoch, ich trau mich. Meine inneren Dämonen werden bekämpft. Man müsste mich heilen. Aber hier ist keiner. Schwein. Ich bin wieder in dem Gen, wo du gerade warst. Wo ich mehrfach daneben gekackt habe. Ja, auf jeden Fall. Der ist wieder bei Null. Das ist frech. Naja, jetzt bin ich an einem anderen Generator. Meine Kiste ist trotzdem fast leer. Aber sag mal, vielleicht bilde ich es mir gerade ein, aber wenn du reparierst, wie, welche Farbe hat denn bei dir der Jen? Also der. Ja, jetzt ist rot, weil sie. Du siehst unten rechts diese vier Totenköpfe. Ja. Das ist Thanatophobie. Das heißt, du reparierst langsamer, wenn jemand in deiner Runde verletzt ist. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, es geht schneller. Nein, ich weiß, es ist irritierend, weil. Wenn jemand mit dir zusammen am Gen sitzt, auch ist es auch ist. Rot. Ja, ich weiß, ja. Aber auch so von der Aber es ist langsamer, leider. Ich habe die Hälfte ungefähr. Wie weit bist du? Über die Hälfte. Das Problem ist, ich sehe den Killer. Er kommt auf dich zu, wer auch immer da repariert hat. Nee, auf ich habe da nicht repariert. Auf den Reparierenden geht er gerade zu. Okay, ich bin bald fertig. Ey, ohne Mist, es geht schneller als sonst. So als hätte ich eine Box. So, der eine Dude heilt mich jetzt. Und dann sind wir gleich fertig. Nehmen, du Pfeifenreiniger, ey. Da brauchst du aber. Da musst du mal morgen früh aufstehen. Hallo, hier bin ich. Hier bin ich. Da, du Lappen. Da, das war eine ziemlich knappe Kiste, du. Da, du Lappen, Johnny. Sehr gut, wir sind an einem Gen. Wir sind zusammen mit dem Gen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, das war dumm von mir. Daneben, du Lappen-Johnny, hast du keine Äxte mehr, oder was?
Eventuell müsst ihr mich nochmal retten. Okay. Oder einfach mal aufmachen jetzt. Ich weiß nicht genau, wo du bist natürlich, weil ich habe keine Bindung. Wir sind, glaube ich, am anderen Ausgang. Ich habe leider nicht mehr geguckt, wo die Ausgänge sind. Daneben. Okay, ich komme zu dir. Ah ja. Ja, du glaubst richtig. Oh, sie hat aufgegeben! Die hat aufgegeben! Weil du sie so ausgetänzelt hast. Alter, das ist schon frech, oder? Ich hab mich ja, grad wir müssen endlich mal eigentlich ein... trotzdem. Oh ne, ich habe nur 0 Rangfortschritt. Level 6! Die krieg Alte. Erstmal ein Downvote. Alter, da kriegst du echt einen fetten Downvote. Alter, ich hab endlich mal mich nicht wie ein Trottel angestellt. Und ja, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich hab die wenigsten Punkte mal wieder. Wieso? Meine Fresse. Gibt es doch nicht. Alter, wie kann man so Rage quitten als Killer? Die hätte doch jetzt noch mal, hat sie hier noch irgendwas Geiles gehabt? Die hat doch hier No-It gehabt. Ja, hat sie. Ich habe nicht drauf geachtet. Nee, Thanatophobie hat sie die ganze Zeit gehabt. Sieht immer so ähnlich aus. Alter, der Lappen-Johnny. Du hast sie zu sehr beleidigt die ganze Zeit.